So, es geht wieder weiter mit Let's Play Oblivion. Im letzten Part, Idiot, haben wir Seid begrüßt. die Beinschienen und das Seid Schild gegrüßt, Sir. von Weißplanke bekommen. Jetzt müssen wir den Seid Typen gegrüßt, Red. nach zur Underpol-Höhlenmine Auch bringen, damit wir das Schwert bekommen von einem Wächter. Moment. Das müsste hier sein. Warum ist es hier oben? Egal. Ich hab's nicht erfunden. Nacht- und Nebelaktion, Wiesen, Nebel, Höhlen. Oh, du hast ein Pferd, cool. Vielleicht hält er sogar Schritt. Ja, so Pferde sind doch ganz schön schnell. Habe ich jetzt ein wenig unterschätzt. Ich will aber ehrlich gesagt nicht, dass dieser Typ stirbt. Darauf hätte ich weniger Lust. Ich schaue nur nach der Rüstung. Ja, kann ich eigentlich fast das Ganze anziehen. Da nehme ich auch noch das zur Vollständigkeit halber. Das ist zwar ein bisschen schwächer als meine normale Rüstung, aber die ist gerade ein bisschen kaputt und ich habe keine Lust, jetzt nochmal nach Anvil oder sonst wo zu gehen, um die zu reparieren. Da laufe ich lieber mit einem unheiligen Schwert rum, zusammen mit der unheiligen Rüstung. Finde ich ganz interessant, dass Umbra ja eigentlich so ein unheiliges Schwert ist. Weil es die Seelen frisst von denen, die es tötet. Ist das gleich hier? Ja. Aber die Rüstung sieht schon cool aus. Muss man ja schon mal sagen. Wenn man denn so Zeug mag. Ich mag diese Flügelhelme eigentlich nicht. Gut, der kommt mir nicht nach. Das heißt, der ist diesen Gefahren hier schon mal nicht ausgesetzt. Aber ich bin das. Umso mehr. Dann noch so ein Vieh. Oh. Du bist besser als ich gedacht habe. Ich meine, der hat kaum Schaden genommen. Gutes Meister habe auch ich gemacht. Aber hey, ich habe die Underpol-Höhle erreicht, wo sich das Grab von Fürst Vlindrill befindet. Irgendwo dort drin ist Sir Roderick im Kampf gegen den bösen Geist, der jetzt das Schwert des Kreuzritters trägt, gefallen. Das wird das Grab sein. So, wo ist mein Kumpelfreund? Ich hoffe, hier kann man nicht allzu lang. Moment, der ist nicht da. Der ist nicht da, das ist gut. Das ist mehr als gut. Das ist perfekt. Der Typ kann nicht sterben. Vorausgesetzt, er ist nicht irgendwo sonst gestorben. In der Zeit, in der nichts passiert ist. Und hier ist auch relativ wenig los. Das ist perfekt. Oh, schick. Da oben sind Skelette. Vielleicht sollte ich meinen Unsichtbarkeitsring anziehen. Wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Lass mich raten, die Tür ist verschlossen. Von der anderen Seite oder so. Nein, doch nicht. Ist. Na gut. Ich habe nichts dagegen.
Aber ich muss hier gar nicht hin. Doch, muss ich. Die Tür ist nur zufälligerweise relativ hinter mir. Aber ich glaube. Ups, ich ziehe doch lieber meine richtige Rüstung an. Weil ich dann graue Kutte der Nacht hier habe. So muss ich nicht gegen diese Mistviecher kämpfen. Darauf habe ich wirklich ziemlich wenig Lust. Moment. Gut, Sir Amiel ist Quatsch. Sir Lothan ist immer noch nicht da. Ich finde schön, wenn das Spiel so leicht kaputt ist und mir das hilft. Das war ein bisschen riskant. Und das hier sieht ein bisschen sehr nicht gerade einladend aus. Muss ich hier hin? Nö. Warum bin ich denn hier hingegangen? Ich muss genau in die andere Richtung. Das war doof. Vielleicht hätte ich früher mal auf die Karte gucken sollen. Egal, ich habe noch 9 Minuten, die ich sowieso nicht einhalten werde. Hier müsste das sein. Direkt daneben. Wo ich reingekommen bin. Hi. Das ist eine Ratte. Warum ist da eine Ratte? Ich glaube, das hätte mich treffen sollen. Hätte ich jetzt weniger Lust drauf. Bin ich lieber zur Seite gegangen, einen Schritt. Reflecting Chamber. Dann bist du. Egal. Ja doch. Reflecting Chamber. Was ist das? Sieht nicht einladend aus. Aber ich mag diese Mauerreste. Die sind cool. Hi. Du Geistergespenstvieh, verblichenes? Ja. Passend für mein Level. Irgendwie ist es sehr interessant, dass ich hier als sozusagen heiliger Ritter die ganzen Gräber durchsuche. Schönes Dach. Da wird das Vieh sein, was gemeint war. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust dagegen zu kämpfen. Weil hier noch so viel anderes Zeug rumsteht. Ein Versuch wäre es wert. Ich speichere nochmal. Ich weiß nämlich nicht, was da rauskommt. Eventuell geht es auch gar nicht. Und ich verliere einfach meinen Bonus. Ja. Wie viel? Das schaffe ich doch nie im Leben. So viel Schaden, wie das macht. Na gut. Aber los geht's. Du machst einen Arsch voll Schaden. Habe ich nicht Feuer widerstehen? Erstmal das hier. Der Geist von Fürst Flindrill wurde vernichtet. Ich muss das Schwert des Kreuzritters zurückholen, das er irgendwie zu seinen üblen Zwecken missbraucht hat. Nein! Das Schwert!
Schwert des Kreuzritters. Ich habe das Schwert des Kreuzritters wiedererlangt, aber es ist durch den üblen Geist entweiht worden, dass der es trug. Ich sollte es zur Kapelle von Arke in Chardinal bringen, um es wieder zu seinem heiligen Zweck zu weihen. Das hatten wir eben. Ich will mal das Schwert angucken. Schwert des Kreuzritters. 17 Schaden. Nicht schlecht, meinst du stärker? Oh cool, das kann ich sogar tragen, wenn das gedönst ist, wenn ich gedönst bin. Wenn ich unheilig bin. Sieht mich das Mistvieh? Nö. Irgendein Mistvieh hatte mich auf dem Visier. Irgendwann. Wie komme ich hier am schnellsten wieder raus? Egal. Irgendwas hier. Da unten wahrscheinlich die Schlachtfische. Nee, das war der Geist. Der hat mich aber wieder vergessen. Dann speichere ich mal lieber. Das hatte ich eben schon. Das Tor. Flindrill ist auch ein komischer Name irgendwie. Egal. Nein! Egal, da kann er eh nicht sterben. Das ist sowieso nicht geladen. Dummkopf. Muss ich hier? Ach ja, das war ja nur eine ganz normale Tür. Aua. Ach, die ganzen Viecher sind weg. Cool. Warum? Weil das Gebiet neu geladen ist. Egal. Ich hab kein Problem damit. Solange der Typ jetzt nicht nochmal auftaucht. Entweder sind die weg, weil der Typ hier lang gekommen ist, was eigentlich nicht sein könnte, weil es nicht lädt in der Zeit, in der er in einer anderen Instanz ist. Oder? Selbst wenn ich hier in irgendeine andere Instanz gehe und es dann neu lädt, dass dann alles verschwindet. So. Jetzt ziehe ich aber wieder die richtige Rüstung an. Oh, cool. Danke. Da. Beziehungsweise, das hier ist ja gar nicht die richtige Rüstung. Das ist ja einfach so irgendeine Rüstung. An sich. Die heilige Rüstung. Nennen wir sie die heilige Rüstung. Aber das ist echt cool, das Schwert. Und wie stark ist eigentlich die heilige Aura? Heilige Aura. Eigenschaft heilige Aura, danke. Schick. Aber dieses dumme Holzschild. Sieht doch nicht schön aus. So, Chardinal. Chardinal. Da. Wahrscheinlich wird die gerade auch überfallen. Dann kämpfe ich halt mit dem heiligen Set. Wo ist Sir Lothar Matthäus? Der Olle. Es hat einen coolen Sound, wenn es gezogen wird. Wum. Hi. Wum. Wum. Ja, danke. Ich darf nicht den Boden berühren. Mist. Ach, so eine Überraschung aber auch. Ich will ihn untersuchen. Danke. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen zu spät.
Wir haben es aber wieder spielen, fällt mir gerade auf. Wo ich so Schaden nehme. Will ihn. Danke. 2D3 Herzen. Was stimmt mit dem Typen nicht? Ich mag die Rüstung von denen übrigens. Umarils Auroraner sind vernichtet. Die Chardinalkapelle ist vorerst sicher. Jetzt kann ich das Schwert des Kreuzritters auf dem Hochaltar wieder Arkai weihen. Auroraren. Das ist ein unglaublich doofes Wort. Das mache ich jetzt. Das Schwert des Kreuzritters wurde erneut geweiht. Ich besitze jetzt alle 8 Reliquien. Naja, des Kreuzritters. Ich sollte zur Priorei zurückkehren, um mich mit meinen Rittern darüber zu beraten, wie man Umaril angreifen und vernichten kann. Aber das mache ich jetzt in der nächsten Folge. Bis dahin, in den nächsten dementsprechend, eventuell bis zum nächsten Mal.